Im Wettkampf bin ich immer sehr nervös. Also ist für mich eigentlich etwas sehr Positives. Ich kann das wirklich nutzen und die Energie umwandeln. Das, was dort wichtig ist, ist, dass der Trainer, der dabei ist, eigentlich versteht und sieht, wie ich dort funktioniere. Was mir zum Beispiel hilft, ist im Aufwärmen, wenn mir ein Trainer sagen kann, das war jetzt sehr gut gewesen, das hast du jetzt gut gemacht, wie zum Beispiel am Start die ersten drei Schritte waren super gewesen. Und dann kann ich mich wie an das halten. Dann kann ich dann, wenn ich im Wettkampf bin, auf der Bahn bin und wirklich probiere, bei mir zu bleiben und auf mich zu konzentrieren, kann ich mich dann an das Kleine festhalten, an das Detail, damit meine Gedanken sich nicht zu fest verzetteln. Das hilft mir auch im Wettkampf, wirklich bei mir zu bleiben, weil fit bin ich ja, schnell bin ich ja. Und das Einzige, was ich machen muss, ist das jetzt auf die Bahn bringen und nicht an andere Sachen denken.